Er ist wieder da. Der Brandenburger Rüpelstorch Ronny ist im brandenburgischen Klammbeck gelandet. Und da ist er! Ach du meine Güte! Auf dem Auto und der Blick. Vergangenes Jahr hat er mit seinen Attacken auf Fensterscheiben und Autokarossen deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Vor gut einer Woche ließ sich nun der Terrorvogel in der Nähe von Oranienburg wieder blicken. Ronny ist zurück, die Autos stehen draußen. Er macht mal so ein paar kleine Versuche. Im vergangenen Jahr ist Ronny immer wieder ausgerastet, wenn er sein Spiegelbild in einer Autoscheibe oder einem Fenster erblickte. Stundenlang hackte er dann auf das Auto ein und zerkratzte meist dunkle Autodächer. Na, er hat immer ganz schön, also mit vollem, als wenn er, weil er hat, sie vermuten ja, dass er sich halt im Spiegelbild einen Konkurrenten sieht und dann hat er da immer ordentlich gegengehauen. Und dann hat er immer seinen Kopf in den Nacken geworfen und hat geklappert und der war halt auch öfter hier, ist übers Grundstück gelaufen, aber wenn man halt die Tür aufgemacht hat, ist er weggeflogen. Und dann war es aber so, dass es halt morgens dann zum Beispiel um 5:30 war oder um 6, wo man eigentlich noch in Ruhe schlafen möchte. Und er hat einfach nicht aufgehört. In dem brandenburgischen Dorf Klammbeck hat es ihm wohl am besten gefallen. Doch Ronny hat jetzt ein Problem. Er hinkt. Und ich denke, dass das ihn auch ganz schön beeinträchtigt. Beim Fliegen nicht, aber wenn er läuft sehr langsam und es ist bestimmt auch schwierig mit der Futtersuche. Also von daher ist die Situation auch ganz anders momentan. Und er tut uns manchmal ein bisschen leid, wenn wir ihn so hinken sehen. Den Dorfbewohnern blieb nach Ronnys Abschied im letzten September nur die Hoffnung, dass Meister Adebar, der den Winter in Afrika verbracht hat, sich nach seiner Rückkehr ein anderes Dorf aussucht. Doch Pustekuchen. Vermutlich hat er sich bei einem Revierkampf mit einem Artgenossen verletzt. Immerhin hat es Hinke Ronny in diesen Garten geschafft, um aus dem Teich zu trinken. Erst waren wir erschrocken, weil wir so plötzlich haben wir damit nicht gerechnet, den Storch bei uns am Teich zu sehen. Wir haben ja da ein paar Kunsttiere zu stehen und da stand der auf einmal dazwischen. War schon ein bisschen komisch oder ungewohnt für uns. Ronny ist eigentlich der Alte, nur die Situation hat sich in diesem Jahr geändert. Ronny hat sehr schnell das Nest erobert und hat alle Konkurrenten verjagt. Sie klappert dann im Nest und er ist sofort wieder da. Also im Gegensatz zum Vorjahr kümmert er sich jetzt auch sehr um das Nest. Viel Zeit, um wieder Dummheiten zu machen, hat der verliebte Ronny nun nicht mehr, denn er muss sich ab sofort um seine Storchenlady kümmern.